Hallöchen, meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Es ist schon wieder Unpacking-Zeit. Man mag meinen, ich hatte doch gerade erst bestellt, Mängelexemplare, aber ich habe dann nochmal geguckt und habe gesehen, dass es da noch ein paar Bücher gab, die ich unbedingt haben musste, sodass ich bestellt habe. Und das Paket werden wir jetzt auspacken. Da es letztes Mal so ein Volldesaster mit der Schere war, habe ich schon mal vorab geöffnet. Viel Spaß dabei. Also, Paket ist schon offen. Wir müssen jetzt hier nicht noch 10 Stunden dran rumschnibbeln, sondern können gleich damit beginnen, dass ich das Ganze auseinander friemel. Denn auch das gestaltet sich ja bekanntlich nicht immer so einfach. Ich meine, es waren 1, 2, 3, 4 Bücher. Ja, sind es auch. Ich habe so 29 Euro bezahlt und ja, freue mich sehr auf die einzelnen Titel. Die werde ich euch jetzt hier gleich vorstellen. Alle genannten Bücher findet ihr in der Infobox. Schaut dort gern vorbei. Ich liebe es, Mängelexemplare zu bestellen. Das ist für mich einfach die günstigste Variante, um an viele tolle Titel ranzukommen. Man muss manchmal ein bisschen Geduld haben. Bei einigen Büchern klappt das gut, bei anderen eher schlechter. Und man muss natürlich regelmäßig nachschauen, was nicht immer so die ganz beste Beziehung ist. Meistens eher toxisch, aber ist mir egal. Ich liebe Bücher shoppen. Für mich ist das auch ein Hobby für sich. Das Lesen ist das andere Hobby und das drüber sprechen ist dann noch das dritte Hobby. Also sind das eigentlich drei Hobbys, die irgendwie miteinander verknüpft sind. Ist wahnsinnig schön. Ich mag das total gerne. Schreibt mir doch mal euren Zustand. Seht ihr Lesen und Kaufen und darüber reden als drei verschiedene Sachen an? Ist das für euch alles das Gleiche? Das Grundthema ist gleich, aber ich meine, Sport machen und über Sport reden sind ja auch irgendwie zwei Sachen, oder? Seht das nur ich, so ganz weird wahrscheinlich. Aber ist ja auch jetzt egal. Ich stelle das mal ab und dann schauen wir uns mal die vier Bücherchen an, die hier angekommen sind. Ich hatte gesehen, dass dieser Titel tatsächlich als Mängelexemplar verfügbar ist und habe gedacht, that's it. Du bestellst das jetzt. Und da es immer langweilig ist, nur ein einziges Buch zu bestellen, habe ich natürlich geguckt, was gab es denn noch so und habe tatsächlich noch drei weitere Titel gefunden, auf die ich irgendwie total Lust hatte. Und zwar habe ich erstmal grundsätzlich bestellt wegen Wir sind der Sturm von Sophie Bichon aus dem Heine Verlag. Das ist der zweite Band. Und das große Finale der Redstone-Reihe. Ich höre den ersten Band aktuell. Ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, sodass es sein kann, dass ich dann schon längst durch bin. Das wird euch aber der Lesemonat zeigen. Und ich dachte mir, da ich jetzt in den letzten Zügen bin, schaue ich doch mal nach dem zweiten Band. Und ja, den gab es dann günstig als Mängelexemplar. Sieht super aus, nur dass er hier unten so ein Mängelexemplarstempel hat und da so zwei, drei Eindätscher. Aber das ist tatsächlich nicht der Rede wert. Normalerweise hätte mich das Schätzchen 12,99 Euro gekostet. Ich habe jetzt die Hälfte, ich glaube 6,50 Euro oder 7 Euro bezahlt. Vollkommen in Ordnung, vollkommen im Rahmen und ja, gefällt mir sehr gut, dass ich das günstig erwerben konnte. Dann, da hatte ich jetzt nicht so einen triftigen Grund, weil ich die Reihe fortsetzen will, sondern das war jetzt mehr so ein, ich mag die Autorin und ich muss es haben. Ich habe mir von Tanja Fausen, das mit dem Namen werde ich wahrscheinlich nie hinkriegen, Tanja, My First Love, ebenso aus dem Heine Verlag geholt. Ich wollte dieses Buch schon eine ganze Weile haben, als es erschienen war, war ich total hyped darauf. Irgendwie ist es dann aber nie dazu gekommen, dass ich es erworben habe. Und jetzt ist es soweit. Hier drin geht es darum, eigentlich wollte Cassidy einem Mädchen an ihrer Schule nur dabei helfen, ihren blöden Freund loszuwerden. Doch dann bitten immer mehr Mitschüler sie um ihren genialen Schlussmach-Service. Als Cassidy den ebenso gut aussehenden wie nervigen Colton von seiner Freundin befreit, fordert er sie zu einer unglaublichen Wette hinaus. Statt Paare zu trennen, soll sie zwei ganz bestimmte Mitschüler verkuppeln. Nicht ahnend, welche finsteren Hintergedanken Colton hegt, nimmt Cassidy die Herausforderung an und stolpert mitten hinein in ein Wirrwarr aus heimlichen Küssen, verschlungenen Intrigen und der ersten großen Liebe. Hört sich total cool an, ist halt so ein richtig schöner
Teenie-Schmöker und da habe ich einfach Bock drauf. Deswegen musste das einziehen und das sollte jetzt eigentlich auch diesen Sommer direkt gelesen werden. Wäre so mein Wunsch. Einfach, weil ich finde, es passt mega gut in die Jahreszeit und klingt locker, leicht, humorvoll und Tanja kann das wirklich sehr, sehr gut. Ich mag's, wenn sie sowas schreit. Contemporary Liebesgeschichte ist voll ihr Ding und da drin vergöttere ich sie. Und da ich dachte, du kannst eine Reihe fortsetzen oder weiterführen, indem du dieses Buch kaufst, habe ich zugeschlagen und erstanden Meine Hand in deiner von Mary Forst. Das ist der 9. Band. Ja. 9. Band der unwiderstehlichen Bestseller-Serie. Ich musste einfach, ich mochte die ersten drei, 1, 2, 3, ja, ich bin beim 4., die ersten drei so, so gerne, dass ich mich in diese ganze Familie Abbott so krass verliebt habe und weiß, dass ich es einfach weiter lieben werde, egal, ob das jetzt noch weitere 10 Bände kriegt oder nicht. Ich freue mich ungemein auf die nächsten Bände, muss da echt mal weitermachen. Ich habe es jetzt schleifen lassen in letzter Zeit, aber das soll sich definitiv wieder ändern. Ich möchte mich Lost in Love wieder zuwenden und der erste Schritt ist doch, die Reihe weiter zu vervollständigen. Ich glaube, mir fehlt jetzt noch der 10. Und dann gibt es noch ein 11. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich den hier gekriegt habe. Der hat hier so einen Stanzer. Ansonsten den obligatorischen Mängelexemplarstempel. Bei My First Love war nur der Mängelexemplarstempel. Deswegen habe ich dazu nichts weiter gesagt. Zu guter Letzt angekommen oder bekommen, erhalten, ausgesucht, habe ich mir den 2. Band einer Reihe. Ich weiß gar nicht, ob das dann mit dem 2. Band auch abgeschlossen ist. Wäre schön, könnte ich wohl mit leben. Hier steht gar kein, ach doch. Kein Name drauf, wollte ich gerade sagen, das stimmt nicht. Es ist die Runenmeisterin von Thorsten Fink, das eiserne Buch. Das Ganze ist im Thienemann Verlag erschienen und der 2. Band, den 1. habe ich auch schon hier. Ich finde die Cover sehr schön, so schlicht eigentlich, aber trotzdem spricht es mich an. Auch von der Story mag ich es gerne leiden. Schaut da gerne mal beim 1. Band rein. Hört sich ja irgendwie cool an und ich hoffe inständig, dass das dann vielleicht auch das letzte Buch ist. Das ist jetzt ja nicht ganz so nachvollziehbar für mich, ne? Ist das der letzte Band? Ihr könnt mir das ja mal sagen. Auf jeden Fall ist es der 2., auf dem ich mich auch freue. Auch dieser hat nur den Mängelexemplarstempel. Ansonsten sieht das aus wie neu. Ich bin total begeistert. Oh, und ich liebe es. Ich liebe dieses Geräusch, welches Bücher machen, wenn man so drüber streicht. Finde ich wahnsinnig beruhigend. Ist fast wie eine Katze kraulen. Ich könnte meine Bücher die ganze Zeit streicheln. Ja. Mein Buch und ich werden uns jetzt noch ein bisschen miteinander bekannt machen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War kurz und knackig. Aber ich finde, bei Unpackings gibt es auch nichts mehr zu sagen. Besonders wenn es Folgebände sind, ist immer schwierig, da noch was zum Inhalt zu sagen. Ich könnte was zum 1. sagen, aber den hier habe ich ja noch nicht gelesen. Und beim Rest habe ich es jetzt vergessen. I'm so sorry, wenn ihr euch das wieder wünscht, schreibt mir das mal in die Kommentare. Dann mache ich das natürlich. Und nee, schreibt mir das auf die Fahne. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag. Bis bald, meine Lieben. Bye.